Ja, servus Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar werden wir heute Richtung Netzkater fahren. Hier ein ganz großer Motorradtreff im Harz. Das ist quasi wie so ein kleiner. Ich würd nicht unbedingt sagen, dass es ein Restaurant ist, aber es kommt in die Richtung. Ja, ihr werdet es ja dann sehen. Und ja, da werden wir heute hinfahren und ihr kommt natürlich mit. Mittlerweile fühle ich mich schon fast so wie so ein kleiner, Guide, der euch hier im Harz alle Spots zeigt, die man mal gesehen haben muss. Also wenn ihr gerne mit mir zusammenfahren wollt, dann zeige ich euch mal hier die Gegend. Telefonnummer blende ich einfach mal an der Stelle jetzt hier ein. Dann fahren wir einfach mal zusammen. Kostet 25 Euro und dann zeige ich euch hier die Gegend. Ich als Tourguide, Beyond Rider, der Tourenguide Nummer 1 hier im Harz. Jetzt anrufen und dann kriegt ihr nochmal mit einem Rabattcode, kriegt ihr nochmal 80%. Das heißt, ihr bezahlt so gut wie gar nichts. Rabattcode blende ich natürlich auch mal hier ein. Wie gesagt, ruft mich mal an und dann kriegt dann von mir eine höchstpersönliche Tour durch den Harz. Ja, trotzdem nehme ich euch heute natürlich mal mit. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also lasst bitte ein Abo da. Und wenn ihr richtig geile Leute seid, dann aktiviert auch bitte einfach mal die Glocke. Würde mir auch sehr, sehr helfen. Nun ja, es ist noch ein kleiner Weg bis zum Netzkater. Deswegen habe ich mir natürlich mal wieder ein Thema zurechtgelegt, über das ich mit euch heute mal reden möchte. Und zwar geht es darum, ob 48 PS hier auf diesem Bock tatsächlich ausreichen oder nicht. Das ist eine vielgestellte Frage. Kursieren auch schon so viele Videos im Internet herum, ob diese 48 PS ausreichen oder nicht. Und für mich stellt sich diese Frage aktuell auch, denn ich könnte theoretisch meinen offenen Führerschein machen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt. Aber aktuell passt mit der Zeit tatsächlich einfach nicht. Aber sobald da irgendwie ein Zeitfenster ist, werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Nochmal ein paar Prüfungsstunden nehmen und dann halt quasi die Prüfung. Also Übungsstunden und dann die Prüfung, so rum. Und dann gehe ich das auf jeden Fall an. Denn ich will unbedingt diesen Bock mal auf 75 PS fahren. Habe ich noch nie gefahren. Also ich bin noch nie ein schnelleres Motorrad gefahren als 48 PS. Und ja, wir werden halt sehen. Muss ich dann mal gucken, wann ich die Zeit habe. Aber jetzt zu dem Thema. Oh, hier schöne Mustang. Sehr, sehr geil. Auch im Harz hier bei schönem Wetter sieht man so viel geile Oldtimer, so viel geile Karren. Das ist echt cool gemacht. Ja, bis jetzt haben mich diese 48 PS auch nie im Stich gelassen. Also gerade in den Gegenden, wo ich umherfahre, halt wie gesagt, hier ist es sehr, sehr kurvig. Sehr, sehr kurvige Landstraßen. Da reichen die 48 PS locker. Da würde ich tatsächlich sogar schon fast sagen, ist die ganze Bremse mit den 48 PS schon fast überfordert, wenn man halt richtig sportlich fährt. Und das kann man hier tatsächlich in den ein oder anderen Regionen. Wo genau, bleibt natürlich mein Geheimnis, meine Freunde. Das werde ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber auf jeden Fall kann man das machen. Und da ist tatsächlich, gerade bei so schnellen Kurven, beziehungsweise bei sehr, sehr schnell aufeinanderfolgenden Kurven, wo man halt viel bremsen muss, ist tatsächlich die Bremse dann doch schon relativ schnell überfordert. Also die wird dann schon schwammig. Ich habe jetzt auch keine Stahlflex-Bremsleitung drin. Vielleicht ändert sich das damit ein wenig. Muss man dann mal sehen. Wenn die Bremsschläuche gewechselt werden müssen, werde ich mir auf jeden Fall Stahlflex-Bremsleitung holen. Das kommt auf jeden Fall dran, damit einfach der Druckpunkt ein bisschen besser wird, hoffentlich. Und ja. Und Bremsen sind jetzt auch schon 2 Jahre alt, müsste eben mal die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Also vielleicht bringt das auch nochmal ein bisschen was, wenn es ein bisschen wieder neuer wird. Tja, mal sehen. Auf jeden Fall, 48 PS reichen hier in der Region auf jeden Fall aus.
wenn es dann doch ein bisschen schneller wird, merkt man, die 48 PS, ja, könnte ein bisschen besser sein, könnte ein bisschen mehr sein. Aber ja, muss ich halt tatsächlich mal sehen. Ich bin natürlich nichts anderes gewohnt, aber prinzipiell, gerade für einen Fahranfänger, 48 PS absolut ausreichend. Echt, mach das auf jeden Fall. Richtig, macht richtig Bock, richtig Laune. HTMT 07 ist halt auch untenrum ein richtiges drehmomentfreudiges Biest. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich finde es halt nur krass, dass das 48 PS sind und ich damit schon solche Geschwindigkeiten erreiche oder so fahren kann, dass ich mit einer 200 PS Maschine mithalten kann, ja, also auf kurvigen Strecken, also jetzt auf geraden, da sehe ich natürlich keinen Stich, das ist logisch, aber gerade hier so auf Strecken, die ich kenne, mit Strecken, die schon ziemlich viel Kurven haben, kann man natürlich mit 200 PS nicht viel mehr reißen als mit 48 PS, deswegen reicht das auf jeden Fall aus. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was man mit 200 PS so erreichen kann. Also allein die Bremsen, die müssen ja eine ganz andere Leistung haben, als die Bremsen, die ich hier an meiner MT07 habe. Weil man muss sich halt mal vorstellen, die Bremsen hier, die müssen halt im Maximalfall 75 PS abbremsen können. Und die Bremsen bei einem 200 PS Motorrad, die müssen halt 200 PS, ja, abhalten, also quasi abbremsen können, ja. Und das finde ich schon tatsächlich ziemlich erstaunlich. So, jetzt sind wir hier auf der Straße Richtung Netzkarte runter. Richtig, richtig geile Strecke, by the way. Die macht richtig, richtig Laune, weil die ist schön kurvig. Jetzt guckt euch das an. Bremsen runterschalten. Oh, das war jetzt nicht so geil, aber das passt schon. Natürlich wieder viel Verkehr. Aber es ist eine richtig schöne Strecke. Haben sie jetzt erst neu gemacht. Ja, das macht Bock. Richtig geil bei dem Wetter. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Macht richtig, richtig Bock. Richtig schöne Strecke hier. Kann man schön runter. Ja. Ist halt geil, wenn man hier nichts vor sich hat. Da kann man hier richtig schön fahren. Ja, nochmal zum Thema zurück. 48 PS reicht für mich vollkommen aus. Ich bin aber auch froh, dass ich dann mal 75 PS fahren kann. Vielleicht ändert sich dann meine Meinung. Aber kann man definitiv nichts verkehrt machen. Und das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist echt, dass man diesen Aufstiegsführerschein machen muss. Das finde ich so komisch, also dumm. Ich finde echt, also sorry, wenn ich das sage, ich finde das aber so dumm. Bei einem Auto muss man das nicht machen. Warum muss man das bei einem Motorrad machen? Ja klar, es ist ein bisschen gefährlicher, aber auch mit einem Auto kann man sich totfahren. Verstehe ich nicht. Also es hätte doch gereicht, wenn man halt den Führerschein macht, 48 PS, und dann einfach sagt, okay, nach 2 Jahren unfallfrei meinetwegen, wenn man unfallfrei fährt, 2 Jahre lang oder nicht besonders auffällig wird, dass man dann automatisch das quasi beantragt, dass man dann den A-Führerschein bekommt. Das hätte doch vollkommen ausgereicht, ja. So weit sind wir gar nicht mehr vom Netzkart entfernt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal im Harz wart, beziehungsweise ob ihr sogar aus dem Harz kommt, wäre natürlich noch geiler. Und ob ihr schon mal am Netzkater wart, wie gesagt, ist eine sehr, sehr zentrale Anlaufstelle hier im Harz. Treffen sich viele Biker. Es ist noch sehr früh morgen, deswegen kann es sein, dass jetzt das noch nicht so voll ist. Aber ich gebe mir ganz sicher, heute ist Sonntag, zum Laufe des Tages da auf jeden Fall noch die ein oder anderen Biker eintreffen. So, und das sind wir auch am Netzkater. Wir werden hier einfach mal rechts reinfahren. So. Sackgasse. Wissen wir noch Bescheid. Ja, es ist tatsächlich gerade noch sehr, sehr ruhig. Also hier stehen sich gerade mal 2, 3 Motorradfahrer. So.
gerade mal 2-3 Motorradfahrer hier, 4 sogar. Ist noch sehr ruhig, wie gesagt, ist auch noch sehr früh am Morgen. Auf jeden Fall kann man von hier eigentlich überall in den Harz hinfahren. So sieht es halt aus, wie gesagt, da drüben links ist eine Imbissbude. Hier rechts, würde ich sagen, ist eher mehr ein Restaurant. Wenn ihr hier seid, gönnt euch hier einen Kaffee, eine Mahlzeit, was auch immer. So, wir machen uns dann auch wieder auf den Heimweg. Hab jetzt hier nichts Besonderes gemacht. Bisschen meine Social Media Kanäle abgecheckt. Könnt ihr mir auch gerne mal folgen, by the way. Blende ich hier ein. Instagram ist ja eigentlich so das große Ding. Facebook weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch wer nutzt. Wird ja immer weniger tatsächlich. Also Facebook hat man ja immer damals gedacht. Facebook, das ist so die große Macht. Alle Facebook. Man muss bei Facebook sein, um groß rauszukommen. Ist tatsächlich nicht mehr so. Ist eher so ein Unternehmerding geworden. Instagram ist natürlich auch ein Facebook-Unternehmen, aber trotzdem muss natürlich Facebook schauen, dass die Nutzer da halten, beziehungsweise aktive Nutzer generieren. Soll jetzt aber nicht das Thema sein. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Könnt ihr mir, wie gesagt, gerne mal folgen. Ja, wir machen jetzt dann auch wieder Richtung zurück, genau. Und heizen hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Also wie gesagt, sehr schöne Strecken hier. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier umherzufahren. Das soll es mit diesem Thema erstmal gewesen sein. 48 PS reicht mir aus. Ich hoffe, dass ich sehr bald 75 PS bekomme. Und dann werde ich das Video vielleicht runternehmen, weil ich sage, ja, was ich da für Scheiße gequatscht habe. Also ich quatsch viel Scheiße, aber das nur mal so am Rande. Ja, ich hoffe, dass ich das nicht machen muss. Und man sieht sich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.